wenn es darum geht, dass aus dem Chaos, das war meine Küche gewesen hier, im Kosmos entsteht, ja, komische Theorie, ne? Aber bei mir scheint es wirklich so zu sein. Aus dem allergrößten Chaos und vor allem, was für verblüffende Sachen. Ich habe jetzt mal meine Transistoren ausgetauscht, ne? Die 3055er, die hatten nur 100 Volt Sperrspannung gehabt. Das sind jetzt, wo steht's denn? Hier oben, BUX48ASTM. Ne? Ich glaube so 15 Ampere und 450 Volt Sperrspannung halten die aus. Ich habe es vorher mit 45 Volt getestet und war komplett schlecht gelaunt danach gewesen, weil er hat viel weniger Drehmoment und viel weniger Drehzahl abgegeben als mit meinen 3055ern. Dann habe ich aus lauter Frust einfach nur mal noch 24 Volt extra mit reingehangen. Und was dann abging, ey, ich zeig's euch gleich mal. Hier vorne ist Ampermeter. So, seid ihr bereit für den Test? Wir schalten ein und drehen an. Okay, da haben wir jetzt nur mit 5, nee, das sind jetzt nur 24 Volt, genau. 246 Umdrehungen. So, dann gehen wir mal hoch. Ja, kommen wir bei Vollanschlag auf 438 Umdrehungen. Aha. Und wie ist das mit dem Drehmoment? Uiuiui. Uiuiui. Und rückwärts. Okay. Aha. Okay. Schöne Sache. Gut, dann fahren wir jetzt insgesamt mit 24 Volt plus 44 Volt sind wir bei ja, um die 60 Volt. Nach oben hin also noch ganz schön was offen, ne? Wie ihr seht. Ja, ich weiß nicht, ob ich hier hinten diese schönen Lämpchen weglasse, aber die sehen so geil aus. Na gut, Getriebe kann erstmal kommen. Mist. Jetzt brauche ich eine neue Jeans.